Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ender Games. Es gibt neue Kits auf dem Gomme HD Server und eins der neuen Kits ist das Sonic Kit. Das habe ich gesehen, das sieht ganz lustig aus. Es kann folgendes: umso schneller man rennt, umso länger man rennt, umso schneller wird man. Ich probiere es gerade mal aus. Ja doch, das ist ganz schnell, das geht. Und ich denke, das ist ein ganz lustiges Kit. Wir haben da auch gleich direkt einen anderen Sonic. Da hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh, das hört sich lustig an. Aber da hinten ist das altbekannte Känguru, das wahrscheinlich am Ende immer noch alle töten wird. Ja. Wissen wir jetzt. Und das Känguru ist anscheinend trotzdem schneller. Das finden wir natürlich unschön. Deswegen klauen wir ihn das Zeug. Und schauen jetzt mal, dass wir Holz bekommen. Denn dieses Mal, das ist mein Holz. Hab ich's? Nein, er hat's. Okay, er geht weg. Lässt mir das Holz. Das ist aber sehr freundlich. Oh, danke schön. Hat mir Holz gegeben. Das ist aber nett. Man findet nicht häufig so nette Spieler. Und André springt einen in die Luft. Also ich bin genickt, keine Ahnung, was mit dem falsch war. Vielleicht hat er gedacht, ach, egal. Entweder er tötet mich, keiner von uns bekommt das Holz und am Ende stirbt einer. Oder ich weiß auch nicht, aber ein Spieler, der verfolgt uns. Allerdings sind wir das Sonic und er anscheinend auch. Denn sonst könnte er uns, glaube ich, nicht verfolgen. Doch, er ist kein Sonic, aber da im Baum stand einer. Oh nein, und da sehen wir natürlich einen großen Nachteil. Wenn ich einmal falsch laufe, dann ist mein Speed weg. Und dann kann ich nämlich noch viel machen. So, wir haben zwei Diamanten. Daraus können wir uns jetzt in der Theorie ein Schwert machen. Die Sache ist in der Theorie nämlich noch ein Speedbuff. Ich weiß nicht, ob der mir was nutzt. Ich bin nicht hier. Bitte ignoriert mich für diesen dummen Sprung. Ich bin etwas außer Übung. So, okay. Craften wir uns ganz schnell ein Schwert. Dank dem Spieler am Anfang, der uns nicht das Holz unbedingt klauen wollte, hat das Ganze funktioniert. Er hat uns auch Sticks gegeben. Das war sehr freundlich. Das hat mich auf jeden Fall erfreut. Solche Spieler möchte ich öfter treffen. Dabei war ich am Anfang so böse und wollte ihm die klauen, aber bei diesen Baumvorkommen, also bei diesen Mengen an Bäumen, hatte ich auch nicht wirklich eine andere Wahl, als versuchen, es ihm zu klauen. So, gut, was haben wir denn jetzt? Wir haben irgendwie nichts. Und wir haben immer noch kein Eisen. Irgendwie, ich habe aber auch noch nicht so viele Kisten gelootet, also es ist normal. Du, Sonic, renn. Jeder kennt Sonic. Also, wer Sonic nicht kennt, das ist ein Charakter aus einem Jump'n'Run-Spiel, aus einem älteren, was immer wieder neu gemacht wird. Jeder kennt Sonic. Das ist der blaue Igel, der schnell rennen kann. Ende. Mehr muss man nicht wissen. Los, Kisten, wo seid ihr? Ich habe Sonic-Sachen aufgesammelt von einem anderen Sonic. Okay. Na, auch nix. Wir bräuchten noch mal etwas besseres Material, aber oh, das sind die Teleport-Blöcke, die mit dem letzten Update eingeführt wurden. Wenn man sich auf sie stellt, wird man zu einem anderen Teleporter teleportiert. So, gut, dann schmeißen wir das da mal weg, stellen unsere Workbench auf und können uns jetzt Diamantschuhe machen. Das ist doch besser als die Schuhe, die wir derzeit haben. So, Diamantschuhe, da. Wir haben nicht mal genügend Leder, um uns irgendwas zu craften, aber lauter Tränke. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesem Update gedacht haben. Das ist Speed, den können wir nicht gebrauchen als Sonic, weil der wahrscheinlich direkt überschrieben wird. Was haben wir denn noch? Wir haben Spinnenweben, die wir abbauen können, um ein Schwert zu craften. Um einen Bogen zu craften. Das wäre wahrscheinlich auch ganz praktisch. Wir haben hier genügend. So. Dann haben wir jetzt auch einen Bogen. Das ist auch sehr schön. Haben wir denn Pfeile? Ich weiß es nicht, aber wir haben Kuchen, um ihn zu essen. So, dann bauen wir noch unseren Crafting Table ab und dann. Ah, ich würde gern den Teleporter mal zeigen. Oh, oder auch nicht, weil ich direkt geportet wurde. Okay, dann sortieren wir halt unser Inventar. So wie man das halt macht in Minecraft, Ender Games. So, ja, gut, man muss alles, was man hier hat, wahrscheinlich nutzen, weil man sonst nichts bekommt. Alles weg. Oh, die Hose kann ich anziehen. Dann kann das da wieder weg. Weg. Und was haben wir hier noch Schönes? Ja, gut. Was können wir uns noch craften? Können wir uns was craften? Swiftness, Geschwindigkeit. Wir können uns XP nehmen. So, die aufsammeln. Was haben wir denn noch? Ah, ein Feuerzeug haben wir noch. Dann setzen wir unseren Lava-Eimer. Wo ist mein Lava-Eimer hin? Nein, ich habe den Lava-Eimer weggeworfen. Ich habe doch gesagt, wir müssen alles nutzen. Ah, da ist er ja. Alles nutzen, was wir haben. Und dazu gehört auch der Lava-Eimer bei dieser Ressourcenknappheit in den Ender Games.
Entweder ich finde jetzt noch ein bisschen Eisen in irgendeiner Kiste oder ich weiß auch nicht, was mit mir passieren soll. Da habe ich doch was gehört. Oder war es der Teleporter, der sich wegteleportiert hat? Naja, egal. Ah, da hat sich wahrscheinlich jemand über einen Teleporter zu mir hin teleportiert. Okay, der hat auch nicht viel bessere Rüstung als ich. Oh. Der hatte nicht wirklich irgendwas. Und da wurde ich natürlich weggeportet, nachdem ich jemanden getötet habe, so wie man das halt kennt. Wenn man was looten will, dann teleportiert sie einen weg. So wie diese Kiste sich jetzt wegteleportiert. Nein, tut sie nicht. Den den Gifttrank nehme ich nicht mit, weil ich mich damit nur selbst vergiften werde. Auch wenn er eigentlich sehr praktisch wäre, aber naja, egal. Wer braucht schon Gift? Es wäre gegen einen mit richtig guter Rüstung richtig gut, aber Maudado denkt, der braucht das nicht. So, im Nachhinein hätte ich ihn gerne mitgenommen. Doch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann wäre er schön gewesen. Okay, perfekt. Jetzt können wir uns immer noch nichts. Doch, wir könnten uns einen Helm aus, nicht mal aus Gold craften. Ich will eine Eisenhose. Wir brauchen noch mehr Zeug. Sonst hat es keinen wirklichen Sinn. Das gibt's ja nicht. Warum finde ich in Minecraft Ender Games nichts mehr? Ah, irgendwo, ich bin ein Sonic. Hüpf. Oh Gott, werde ich schnell. Aber wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann verliere ich natürlich dieses Tempo. Auch bei diesen Lianen dürfte ich dieses Tempo verlieren oder wenn ich ins Wasser springe. Dann ist das Tempo direkt wieder weg. Es ist natürlich für Langstrecken gut, aber ich denke, im Kampf wird es einem nicht wirklich nützen, außer zum Eröffnen. Zum Eröffnen und zum Fliehen dürfte es einem nutzen. Jetzt würde ich natürlich gerne was essen. Liegt da irgendwas Wichtiges? Nein. Liegt da noch irgendwas? Oh Gott. Sind wir noch zwei? Ne, wir sind noch drei Spieler. Irgendwie habe ich schon jemanden getötet. Ich glaube. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Mein Kurzzeitgedächtnis. Was ist das für eine Endergames-Runde? So. Oh mein Gott, wir haben endlich was zum Craften und wurden erst teleportiert. Heißt, wir können auch ruhigen Gewissens einen Brustpanzer herstellen. Oh. Haben wir das auch. Dann steigt unser Rüstungswert doch schon mal extrem. Den Giftwurftrank können wir auch rausnehmen. Das Essen können wir jetzt craften. Das ist auch gut. Und dann würde ich sagen, na? Verzaubern wir uns unser Diamantschwert. So. Und verzaubern wir auch noch unsere Diamantschuhe. So. Gut, dann. Und unseren Bogen. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das läuft auf jeden Fall sehr gut. Und wir können uns an den nächsten Spieler wagen. Erstmal will ich aber Abstand gewinnen, bevor ich draufgehe. Weil ich sehen will, was für Rüstung. Okay, das ist auch ein Sonic. Oder hat Rüstung von einem Sonic. Eins von beiden. Das Kit scheint beliebt zu sein. Okay, er hat mich besser gekombot. Aber ich habe das Diamantschwert, das verzauberte, und habe bessere zurückgekombot. Es leben noch zwei Spieler. Der nächste Spieler, wenn er schlau ist, geht direkt zu mir. Straight forward. Nein, er geht nicht direkt zu mir. Heißt, ich habe die Chance, mir noch eine bessere Hose zu craften, beziehungsweise zu schauen, was er hatte. Ich crafte... Ah, der hatte eine Eisenhose. Der hatte eine Eisenhose. Drei Diamanten. Nein, 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 nein. Ich brauche die Hose. Perfekt. Jetzt brauche ich noch den Helm. So, sehr gut. Nächster Spieler. Okay, kommt nicht auf uns zu. Was können wir uns noch craften? Wir können uns eigentlich nichts Wirkliches mehr craften, wenn ich das richtig sehe. Deswegen müssen wir uns jetzt in den Kampf stürzen. Ich habe auch nicht genügend Gold für einen Goldapfel. Ha, mal schauen, wie dieser Kampf ausgehen wird. Noch ein letztes Mal essen, weil wir beschleunigen wollen. Weil wir Sonic sind, müssen wir beschleunigen. Und er craftet gerade. Er sortiert. Das ist jetzt aber richtig dumm. Da müsst ihr auf den Kompass gucken. Ja gut, dieser Tod. Falls er mich jetzt noch tötet, dann ist es natürlich verdient. Aber ansonsten, ja, er hätte auf den Kompass gucken müssen. Naja, dann würde ich sagen, der Sonic. Oh. Schau halt auf den Kompass. Dafür ist er doch da. Hä? Wenn man nicht auf den Kompass guckt, das ist ein Hauptkriterium. Also der Kompass ist das Wichtigste in Endergames. Wenn man nicht drauf guckt, ist man selber schuld. Gut, dann würde ich trotzdem sagen, ja, der Sonic nur zum Angreifen gut. Zum Wegrennen wahrscheinlich auch, aber im Kampf drin nicht wirklich praktisch. Aber ganz lustig. Man beschleunigt immer mehr und wird schneller. Hahaha. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns morgen noch die nächsten Kids an. Irgendwie war diese Runde sehr komisch. Auch von meinem Commentary her. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.